Ach, Verzeihung. Können Sie mir sagen, wie ich wieder auf den Freeway komme? Du kannst mich mal. Danke vielmals. So, wir fahren jetzt um diesen Platz hier und dann die zweite Ausfahrt links. Das ist dann das Hotel. Hey, schaut mal, Big Ben und das Parlament. Da ist die Ausfahrt, da ist sie. Ich weiß, aber ich komme nicht auf die linke Seite rüber. Ich werde einfach nochmal rumfahren. Vielleicht sind wir draußen aus dem Gefühl. Kinder, Big Ben, das Parlament. Seht ihr? Kinder, wir wissen es. Big Ben. Das Parlament. Verfluchter Mistkerl. Schaut, Kinder. Vergesst es. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich kann einfach nicht links rausfahren. Kinder, Big Ben, das Parlament. Das ist der Weihnachtsbaum der Familie Griswold, Kinder. Ist der nicht ein bisschen gewaltig? Der ist nicht gewaltig, der ist nur buschig. Das Ding würde nicht mal in unseren Garten passen. Er soll ja auch nicht in unseren Garten, Rusty. Er soll ins Wohnzimmer. Seht ihn euch an. Er ist wirklich wundervoll, Clark. Das ist mein Anblick, was, Rusty? Ja, Dad. Ist das nicht ein Prachtstück, Audrey? Sie sieht ihn sich später an, Schatz. Ihre Augen sind zugefroren. Ich glaube, die schönsten alten Sitten der Weihnachtszeit genießt man am besten im herzerwärmenden Kreis von Kind und Kegel. Dieser sensationelle Baum ist das Symbol des Festes der Familie Griswold. Dad? Was ist mit einer Säge? Das ist ein komischer White Earp. Er trägt ja Joggingschuhe. Ist nun mal so, Rusty. Hey, Tickenhengst, schieb mal was zu trinken rüber. Hey, Schmalzkopf, bist du schwerhörig? Hey, Hasenfuß, beweg mal deine Froschschenkel. Clark, das ist nicht sehr nett. Hier muss man so reden, Honey. Hey, Bleichgesicht, soll ich dir ein paar rote Ohren machen? Clark! Alles in Ordnung, nichts passiert. Überhaupt nichts. Das kann ich gar nicht komisch finden. So ein Knall kann bei Kindern einen Gehörschaden hinterlassen. Oh, na hör mal. Sah ganz schön echt aus, nicht? Ich hielt's für eine richtige Kanone. Sah's nicht echt aus, als ich umfiel, hä? Was? Sah's nicht echt aus, mein Schatz? Was? Du hast es wirklich geschafft, Clark. Sie ist taub. Oh, was ist schon dabei? Der Spaß war's wert. Was wollt ihr trinken? Dürfte ich mal stören, Sir? Ich bin Clark und das ist meine Frau Ellen und das sind meine Töchter Audrey und... Ja. Sie haben Zimmer 714. Bitte schnell. Wir sehen uns noch. Ja. Ich glaube, es stimmt. Paris ist für Verliebte. Was kann ich für Sie tun? Wir sind die Clark W. Griswolds. Für uns ist reserviert worden. Zwei Zimmer. Wir sind die Gewinner vom Schwein oder nicht Schwein. Und oink, oink. Ihre Besser, bitte. Ja, natürlich. Ich will das inzwischen aus. Ich schreibe Griswold zuerst, richtig? Nein, besser zuerst Clark. Besser zuerst Clark. Mit Französisch tun wir uns schwer. Das sind hohe Fassetten, possible. Ich weiß auch nicht. Das ist quasi unser erster Tag. Détroit du cul, typiquement américain. Liebling, was sagst du dazu? Sei ehrlich. Sehr magnifik, hä? Ich werde jetzt die Kinder holen. Ah, gute Idee. Sieht so aus, als ob unser blöder Nachbar glaubt, dass er in einer Kathedrale wohnt. Wo wollen Sie denn das Riesenbäumchen hinstecken? Bücken Sie sich, dann zeige ich es Ihnen.
Also, Sie haben mir vielleicht Nerven auf die Art, mit mir zu reden. Aber Sie habe ich doch gar nicht gemeint. Rusty, komm mal rauf hier. Russ. Russ! Ja? Da bist du ja. Ich werde mich mal auf die Socken machen und eine Tankstelle suchen. Ja, und du bleibst hier und hältst die Augen offen. Wäre ja schön, aber wenn du nicht innerhalb einer Stunde wieder hier bist, weiß ich nicht, was... Ich bin bald wieder da, mach dir keine Sorgen. Ich treffe bestimmt einen Streifenwagen und bin im Handumdrehen wieder hier. Bis gleich. Über die Prärie rann ich so schnell wie noch nie. Da ist es nun, Kinder. Mein Mutterland. Dad, Großmutter stammt doch aus Chicago. Schweig bitte was. Ich kann es kaum erwarten, unsere Verwandten persönlich kennenzulernen. Guten Tag. Darf ich Ihnen etwas zeigen? Ich bin nur so am Fummeln. Bummeln. Haben Sie was mit Ritzen, Spitzen? Für Ihre Frau oder Ihre Freundin? Was? Sie fällt mir... Ich glaube, ich werde... Das Schlimme bei den Weihnachtseinkäufen in Kaufhäusern ist ja immer die böse Hitze. Ist das warm hier drin? Ja, Sie haben ja auch einen Mantel an. Ja, hab ich ja. Wie konnte das nur passieren? Es ist kalt draußen. Ja, ist es. Es ist ziemlich mopsig draußen. Ich meine, frostig draußen. Was habe ich gesagt? Mopsig? Ja, aber es ist schon eisekalt. Soll ich etwas für Sie herausnehmen, Sir? Ich habe mir nur gerade was für meine Frau angesehen. Gott möge ihrer Seele gnädig sein. Oh nein, das tut mir aber leid. Oh nein, sie ist nicht tot. Wir sind nur geschieden. Sie ist Vergangenheit. Und ganz bestimmt braucht sie ja gar keine Unterwäsche. Es gibt noch jede Menge Gelegenheit zu einem Besuch. Will also sagen, vor Weihnachten, die Zeit des Baumes, in seinem Ständer. Ich meine nicht ich. Ich habe keinen, wenn Sie mich recht verstehen. Ich mache das ohne Ständer, aber nicht in dem Sinn, wie Sie denken, dass ich es gesagt hätte. Guter alter Nikolaus. Weihnachten ist doch was Gefühlsechtes. Kondome gibt's oben. Was Sie nicht sagen. Was macht man mit denen? Fällt man die hier fest? Nein, die werden an den Strümpfen fest. Jo. Wollen Sie die haben? Klar. Die hier sind an der Hüfte sehr hoch ausgeschnitten. Sehen Sie? Ich trage sowas auch sehr gern. Da sieht man keinen Abdruck. Man sieht keinen Abriss, nicht wahr, Drucki? Nein. Nein.